Das hören wir nix. Bin drin. Ja, noch lauter. Gut. Medipack. Oh, achso. Immer ein Teufel Medipack. Ich hab Alkohol. Ein paar Lumpen. Hier. Versorg dich. Ah, I see. Das Rezept für ein Medipack. Das ist irgendwie immer dasselbe. So. Zack. Da drin sind Sporen. Masken auf. Alles klar. Und sich darüber freuen, oder? Schnicks machen jetzt, ja? Halt. Na dann. Denk dran. Ich will dir nicht ins Gesicht schießen müssen. Ich glaube, am Ende schießen wir dir ins Gesicht. Bei den ganzen Sporen sind die schon länger hier. Halt nach älteren Infizierten Ausschau. Yep. Meins. Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind darüber. Wir sollten ins Erdgeschoss. Schön, aber cool, dass sie mitsucht und so. Aber wir schauen extra jetzt. Ja, hier kommt man schon lang. Dreamplace Market Mitarbeiter des Monats. Tja, warum wir da so verschiedene Zeichen sind? Einfach nur, man kann lesen. Hier kann man rein. Clean zu sein. Ein bisschen Gewehrmuni. Not bad. Ein Zettelchen. Oh, Christen, ich habe das gute Zeug für dich im Safe gelassen. Die Kombi ist das Datum, an dem mein braver junger Mitarbeiter des Monats geworden ist. Verkauf oder verschenkt bloß nichts. Okay. Müssen wir das die Code sogar selber eingeben, oder? Hat auch schon mehr als genug. So, Mitarbeiter des Monats. Wer ist denn so ein Junge? Da wahrscheinlich. Es ist Juli 2013. Okay. Schrott und Medikamente und Zeug. Könnte ich sogar was skillen schon mal. Was haben wir denn hier? Fertige Verbesserung für Nahkampfwaffen. Okay. Oder Lautlosmus-Fähigkeit. Das ist auch eine Geschwindigkeit. Oh, natürlich auch nett. Nehmen wir den. Lauschmodus. Da bin ich schon so, alles klar. Mein Lauschen besser geworden. Da sind immer noch nichts. Dann finden wir nicht so viel Pistolenmuni. Für den Fall, dass man sich hier durchballert oder wie. Na, da niente. Oh. In Lumpen. Sind doch, ja. Was hat denn für ein Geräusch? Okay, wir gucken wieder. Nix. Fuck. Oh,
Klicker. Ach du Scheiße. Verfluchte Klicker. Super leise jetzt. Er stellt mir nur die Schleuse zu. Diese Blindenviecher sind gruselig. Sehen wir nach, ob ansonsten alles sauber ist. Und dann lass uns von hier verschwinden. Wir verstehen uns. Auf jeden Fall. So, vielleicht nehmen wir natürlich mit. Wir haben mehr genug Money. Was haben wir denn hier Feines? So, noch mal ein bisschen Gewehrmoney. Psst. Ach ja, ist voller Pilze und so. Ellie, da ist die Tür. Hilfst du mir? Wendet er sich, kein Klicker. Aus den Knien. Aus den Knien, los. Schön die Knie schon. Ein Geschenk für dich. Ich nehme es gerne an. Okay. Was ist denn für mich? Ein Molly. Oh. Hier. Danke. Die Lieblingswaffe der... Ich bin Profi. ...chinesischen Revolution. Wenn man so will. Ich meine, kann die echt so kleine Pillen aufheben oder was? Ist das hier so eine Apotheke? Mal sagen, ne? So viele Pillen, wie hier rumliegen. Wie viele Pillen haben wir denn inzwischen? Ach, guck mal, wir haben sogar das Rezept für Mollys. Alkohol und Lumpen. Okay. Punkt dafür. Können wir lernen. Fertigt eine Verbesserung für dein Nahkampfverfahren, um ihre vollständige, volle Haltbarkeit wiederherzustellen und ihren Schaden zu verstärken. Rezept benötigt. Blindung, Klingen, Nahkampfwaffe. Okay. Noch hier, fertig alle Gegner doppelt so schnell an. Diese Fähigkeit ist gesperrt. Effektive, fertige effektivere Medikits an. Okay. 25 Gesundheit. Ja, das ist eigentlich relativ wenig, was man an Skills hat, ne? Oh, ist noch was? Dass ich das nicht gesehen habe, fast dran vorbeigegangen wäre. Jetzt hier wahrscheinlich die große Action 1, 2. Okay. Klicker und alles. Mhm. Der bietet sich ja gerade so an, ne? Da sehen die Wanderer das Licht nicht? Ganz doof gefragt. Sephia. Aber mehrere Klicker zu sein. Zwei Klicker. Ja, und da ist auch noch was.
So kommst du denn her? Wo kommt der denn jetzt her? Bewegt sich noch was? Holy shit. Nein. Ach, und jetzt sind die Masken überflüssig, oder was? Ich bin beeindruckt von uns. Ja. Warum das ein Molotov-Cocktail so gewastet habe? Mal Ding aufmachen, scheinbar, okay. Okay. Auf zum nächsten Posten. Und da machen wir dann Pause. Wir haben es verdient. Okay. Ich will gerne nochmal zurück und mir die ganze Muni holen, ne? Siehst du einen Ausgang? Den habe ich schon gesehen, aber. Ich bin erstmal für Muni und so. Würde ich mal sagen. Okay, warum kann ich mich hier noch durchzwingen? Eine offene Tür ist. Ach, komm mal her. Wer war hier drin? Eine Scheiße. Okay. Nichts Großartiges mehr. Dann. Jetzt wartet vor der Tür noch einer. Geht nicht auf. Okay, wir machen es so. Du wirfst mich einfach nach oben durch dieses Loch. Klar, wir sind Hulk. Rüberwerfen und dann. Los rüber! Scheiße, ja. Mal hier hochklettern. Okay, das ist gut. Ob das hält, ist die Frage. Dann mal los. Das ist so der Knackpunkt der Lüftung. Gedanken machen. Bitte um den Wind. Hier drüben. Ich bin doch da. Der Sturm hat echt zugelegt. Verdammt nochmal, ja. Wie weit ist es noch zum Posten? Er kommt gleich nach der nächsten Stadt. Ich komm dir nach. Einfach schnell weiter. Das ist jetzt derselbe Sturm, in dem wir mit der Frau waren? Oh ne, da war ja noch Tag. Da war ja nachts. Noch ein paar Minuten. Okay. Sieht echt kalt aus. Fuck. Dann wird mir da kalt bei. Wollen wir umkehren? Das schaffen wir nicht. Wir haben es fast geschafft. So darf ich nicht reiten. Hör mir ihre Spuren. Oh. Dafür dazu. Tina, wo bist du? Ist das jetzt ein Hinterhalt geraten oder so noch? Wer ist jetzt noch so ein scheiß Schneesturm Hinterhalt drüber? Was, ein Schuss? Tina! Fuck! Laufe ich gerade im Kreis? Guck dir mal hier. Ellie! Tina! Ellie! Ellie! Ach, hier. Gott sei Dank. Komm schon, hier lang. Wohin gehen wir? Vertrau mir. Das ist keine Frage des Vertrauens, sondern eine simple Frage, was du vorhast.
Was, wenn hier Infizierte sind? Ich mach die Tür zu. Du warst schon mal hier? Vorbeigeritten. Ich war nie hier drin. Okay. Aber trotzdem. Könnten ja Klicker oder sonst irgendwas hier drin sein, ne? Ziemlich riskant, Mädels. Mein Gefühl zu riskant. Und da wir die Laster verspielen, wird hier auf jeden Fall irgendwas sein. Mann, ja, das wäre schön, ne? Hier scheint schon lange keiner mehr gewesen zu sein. Scheiße. Ich sehe nach, was da hinten ist. Wir kommen auch nicht rein. Jemand hat hier dicht gemacht. Da hinten ist was. Ich glaube, ich sehe ein Bett. Ob da jemand wohnt? Kommt man woanders rein? Tja, dann den Weg gesehen gehabt. Da kommen wir auch hin. Einfach warte mal. Durchs Fenster geht es. Was ist hier los? Einfach das Plündern, was knied- und nagelfest ist. Dieses ganze Elektronikzeug? Das muss Eugenes sein. Oh, bist du sicher? Ja, wer sonst würde an sowas herumbasteln? Ich würde gern wieder. Gucken, aber ich darf nicht. Airfly? Ach, Eugene. Definitiv Eugenes Hütte. Ein Firefly? Er diente mit Tommy. Ich hatte keine Ahnung. Ja. Und guck, was da auf der anderen Seite ist. Mädels, ist das. Unverantwortlich. Dass er mal einen Kontrollpunkt in Denver gesprengt hat, tötete 3 Soldaten und 2 Zivilisten. Scheiße. Und dass er und Tommy einen Fedra-General zu Tode gefoltert haben? Ich weiß nicht, Tommy würde sowas doch nicht tun. Er war dazu fähig. Was meinst du? Er und Joel. Haben einiges getan, um zu überleben. Ja. Dinge, auf die man nicht stolz sein kann, aber weil sie halt getan werden mussten, ne? Ja. Das Bett. Kann ich hier meine Sachen verbessern? Oh mein Gott. Das sind Tommy und Eugene. Sieht aus wie der Typ von Aquaman. Licht, Heizung. Da muss hier doch auch irgendwo ein Generator sein. Nochmal Notizen. Oink, bitte komm nach Hause. Da ist der Generator. Wir haben eine Bank. Scheiße, Quicktime-Events oder sowas. Schon besser. Oh, wow. Eindrucksvolle Werkbank, Eugene. Ich wette, damit kannst du deine Waffe aufmotzen. Hoffen wir mal. Zielfernrohr. Ich habe hier fügt deinem Schaft Gewicht hinzu, um die Waffenabweichung zu verringern. Okay. Für ein Magazin. 3 Magazingröße. Seine Kapazität. 65 Nachladegeschwindigkeit. Das ist eigentlich ganz geil.
Das ist aber auch nicht alles, ne? Was haben wir hier für? Für die Pistole? Patrone. Tausche den Hammerfeder aus, um die Feuerrate zu erhöhen. Tausche Pistolengriffe aus, um Waffenabweichung zu verringern. Und bringe eine Kompatern, um den Rückstoß deiner Waffe zu reduzieren. Kapazität plus haben wir schon. Ja, doch, das war das Feature, hat wir durch die Vorbestellung, glaube ich, bekommen haben. Der Vorbestellerbonus, ich mich spreche. Da würde ich sagen, machen wir eben die Kapazität, weil auch die Nachladegeschwindigkeit nicht besser wird. Woher weiß Ellie das eigentlich? Ja, das wird gehen. Gute Arbeit. So. Oh, jetzt macht so das Licht aus. Lol. Eine dicke neue Wumme. Oh, hallo. Ellie, sieh auf den Boden. Da unten ist noch was. Oh. Geht's irgendwo runter? Hm, hier nicht. Okay. Na los. Das ist schlau. Achso, okay, ich dachte, dahinter wäre offen. Was hat er hier unten? Offensichtlich ein Liebesnest. Deshalb hat er dir nichts davon erzählt. Ich hoffe ja für ihn, dass es das ist. Er war so einsam, Mann. Junge, krass. Trockenes Gras. Ist gut oder schlecht? Keine Ahnung von Gras, Kappa. Was denn? Ey, er hat solche Videokassetten. VHS nennt sich das. Der Schwanz des Wolfs. Smash Brandy's Cooch. Sind das Pornos? Sehr interessant, Eugene. Hey. Alte Relikte der vergessenen Zeit. Maria würde durchdrehen, wenn sie das sehen würde. Wo hat er das alles her? Muss ewig gedauert haben. Ich wünschte, er hätte mir davon erzählt. Ich hätte ihm helfen können. Ja, das schöne gute Gras. Ne. Ach du Scheiße. Dina. Eine Gasmaskenbombe. Oh. Gott, er war so schlau. Er war so schlau. Alter, ihr lobt ihn für das? Nicht für das, was er für das Lager tut. Für uns. Oh, jetzt aber. Ob das noch gut ist? Kann Gras schlecht werden? Finden wir es raus. Drehen. Kriegst du es nicht auf? Nein, geht schon. Fuck. Gib mal her. Luftig, luftig verpackt. Ja, genau. Als ob du es schaffst. Okay. Es... Ja. Scheiß drauf. Was bitte stimmt nicht mit dir? Ist doch offen, oder nicht? Riecht gut. Ich meine, wir sitzen hier eine Weile fest, oder? Sieht so aus. Dann hebt doch wenigstens die anderen Joints auf, dass sie nicht schlecht werden oder so. Wer weiß, was da für Matsch auf dem Boden liegt oder so. Meine Güte. Die verzogenen Görn. Kann ich dich was fragen? Weiß nicht, kannst du? Von 1 bis 10. Wenn 1 richtig unterirdisch ist und 10
Überwältigend. Wie würdest du unseren Kuss von gestern bewerten? Warum reden wir immer noch darüber? Du hast gesagt, es war ein Fehler. Habe ich das gesagt? Was machst du hier? Dich fragen, wie unser Kuss war. Ich weiß nicht. Für mich war es eine 6. Eine 6? Wow. Eine solide 6. Okay. Es waren viele Leute in der Nähe. Ja, aber 6. Oh, was? Also jetzt will ich wirklich deine Bewertung hören. Das glaube ich nicht. Du machst mich wahnsinnig. Guck dich mal an. Wenn du so weitermachst, gehe ich zurück in den Schneesturm. Es hört dich niemand auf. Das wird hoffentlich besser als eine 6. Das ist legit, sie ist 18. Wie ich mir gedacht habe, dass es jetzt so kommen wird. Wo sind sie? Also sogar unsere Muni vom letzten Mal noch? Das weiß ich nicht. Ja, jede Menge Infizierte. Gilt eigentlich die Verbesserung. Okay, aber hier können wir nichts machen. Okay. Man wird gefragt, ob die Verbesserungen für sie gelten. Gut, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Machen hier an der Stelle weiter. Ciao, ciao.